gesprochen. Jetzt hat im Landtag schon einen Beschluss darüber, auch, beziehungsweise im Regionalrat einen Beschluss darüber gegeben und wir Freiheitlichen haben uns immer ganz klar dafür ausgesprochen. Herr Cennet, also Ihnen weise ich jetzt mal diese Frage von vorhin zu. Also diese gemeinsame Linie finden, dann auch im Bereich Sport endlich was umzusetzen, also damit gewisse Unzulänglichkeiten aus dem Weg geräumt werden und natürlich alles, was halt drumherum also noch zu erledigen wäre, bevor man den ganz großen Schritt macht. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, ich stimme da wirklich dem Redner unten recht. Südtirol hat sehr, sehr gute Sportler und Sportlerinnen. Ich war jetzt erst jüngst bei der Handwerksweltmeisterschaft in London. Und ich muss wirklich sagen, die 15 Südtiroler, die was da mitgetan haben, bei 48 Ländern, über 1000 Teilnehmer, was die da geleistet haben, vom ersten bis zum letzten, das war einmalig. Und wenn ich die 15 Jugendlichen gesehen habe, da ist keine italienische Fahne bei der Preisverleihung gewesen. Es ist ohne Goldmedaille gewesen, es sind zwei Bronzemedaillen gewesen, es sind viele gute Platzierungen gewesen, aber die Südtirolerin, die was ausgegangen ist, die was die Goldmedaille gewonnen hat, die hat die italienische Fahne zwar mitgenommen, aber das Grüne, die grüne Farbe, hat sie verdeckt. Was noch auffallend, ich sage es nochmal, weil es erst kurzfristig war, was noch auffallend war, beim ersten Tag, wenn man so die Handwerker angeschaut hat, die Südtiroler, ist überall das italienische Wappen gewesen. Im zweiten Tag hat der Ehrenpräsident, muss ich sagen, der Fritz, überall Südtiroler Wappen hingetan. Und wie ich ihn auch gefragt habe, wieso ist das nicht gleich passiert, dann hat er effektiv gesagt, in Umfang haben wir das müssen, weil wir sind da gewesen, Italiener und Südtiroler, aber mit der Zeit hat da niemand mehr hingeschaut und nachher nie von mir aus Südtiroler Wappen hingestellt. Und ich glaube, die Südtiroler Sportler, die haben selber früher gesportelt, ich glaube, die haben sich sicher mehr verdient, denn die Südtiroler Sportler in einem kleinen Land, wenn wir allein Wintersport anschauen, leisten sie sehr, sehr vieles. Aber wenn man das finanzielle Heim anschaut, ist es gegenüber den Italienern sehr, sehr wenig. Und deswegen, ich glaube, die Aufwertung braucht es da. Und für mich war das wirklich, ich muss nochmal sagen, beeindruckend oben, wie die 15 jungen Leute die italienische Fond zugedeckt haben, das Grüne, und effektiv die Tiroler Fond ist gewesen, eben auf dem Foto. Frau Stucke, komm zu Ihnen. Herr Heimer, Herr Lahner, ich leite Ihnen diese Frage weiter. Also es geht da vor allem, also wie wir das Trentino entsprechend behandeln, also wenn die Tiroler Landesteile zusammenwachsen sollen, beziehungsweise auch die Buchensteiner und Ampezzo, also was mit denen das heißt. Also zu Buchenstein und Ampezzo kann ich ganz klar sagen, Buchenstein und Ampezzo sind ja nicht nur Teil des Südtiroler Schützenbundes, die Kompanien dort, sie sind auch Teil des Bezirkes Ostertal. Und hier sieht man schon, wir Schützen machen uns nichts daraus gegen eine Landesgrenze oder eine Staatsgrenze. Also sie gehören zwar zu Belluno, aber trotzdem, sie sind Tiroler und wir stehen voll und ganz hinter ihnen. Und wer im September das Gründungsfest der Schützenkompanie Buchenstein miterleben durfte, der hat gesehen, das sind Tiroler. Also absolut, auch wenn sie Teil der Provinz Belluno sind dazu. Zu Welschtirol, Trentino, muss ich sagen, wir als Südtiroler Schützenbund sehen natürlich in erster Linie unser Südtirol sozusagen und wir wollen zurück zu Tirol. Wenn es Welschtirol auch will, dann sind wir natürlich sehr glücklich über das, wenn das historische Land Tirol wieder entsteht. Nur dort ist es auch so, es gibt dort Schützen, die es sicher wollen, aber diese müssen auch, dazu braucht es auch die Bevölkerung. Also wir wollen ja niemanden etwas zu etwas zwingen, auch nicht zu seinem Glück. Deshalb muss, wenn das Trentino sich für Tirol entscheidet, dann sind wir natürlich sehr froh darüber und dann würde das gesamte historische Land Tirol wieder entstehen sozusagen. Das wäre natürlich unser Schützentraum sozusagen.
Ich darf aber noch ganz kurz Stellung nehmen wegen dem Sport. Also der Südtiroler Schützenbund hat ja öfters bereits darauf hingewiesen, dass Südtirol eine Sportautonomie unbedingt bräuchte. Es geht nicht nur darum, dass die Südtiroler Sportler vielleicht ins Hintertreffen geraten, weil sie benachteiligt würden oder werden. Das macht mir große Sorgen. Es geht auch um die Identität. Denn wenn wir heute schauen, wie viele junge Menschen sich an Sportlern Vorbilder nehmen und wenn diese Sportler dann mit der italienischen Trikolore und so weiter schwingend herumlaufen und sich ganz stolz als Italiener bezeichnen und sagen, dass es nur höchstens noch in den Tälern irgendwelche Hinterwäldler gibt, die das nicht so sehen, dann ist das natürlich ein sehr, sehr großer Schaden. Und da sollte auch die Regierungspartei sozusagen schon lange reagieren und auf eine Sportautonomie hinarbeiten, auch wenn sie vielleicht etwas Geld kostet, weil natürlich kostet der Sport und die Trainingsmöglichkeiten Geld, aber das wäre gut angelegt, um eben morgen, es heißt ja immer, wenn dann die Zeit reif ist, dann wollen wir das angehen, diese Loslösung vom Staat, wenn die Zeit reif ist, aber dann muss man diese Zeit auch vorbereiten, man muss die Menschen auch darauf vorbereiten und das bringt man dahin, dass man sie eben schult und dass man eben daran arbeitet, sich als Tiroler immer noch zu fühlen. So. Auch zu allen anderen, aber Frau Stucker, an Ihnen die Frage, da hat mir der Beitrag vom Vöser Schützenkommandanten sehr gut gefallen, der ja die Idee lanciert hat eines gemeinsamen Tiroler Geschichtsbuches. Ja, Frau Flix, doch mal, warum ist man da eigentlich in Südtirol nicht drauf gekommen, dass das eine gute Idee wäre, die sich umsetzen ließe? Wo ist da das Sand im Getriebe? Also vielleicht zuerst also noch etwas zum Sport. Ich bin ja diejenige gewesen, die lautstark auf einer Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei das eingefordert hat. Also ich möchte euch nicht erzählen, was ich danach auch von unseren eigenen Sportlern erlebt habe. Und das vielleicht sagt ein bisschen etwas zusätzlich noch aus zu dem, was der Heimer vorher gesagt hat. Das war das eine. Das zweite natürlich ist, dass ich auch von den Sportfunktionären alles Mögliche habe anhören mir müssen und gleichzeitig natürlich auch der Hinweis, das muss ich jetzt gerechterweise sagen, wie insgesamt die Möglichkeit überhaupt umsetzbar ist, dass das jetzt etwas schwierig ist, das war mir durchaus klar. Ich gebe zu, so ganz, wie sich es dann gezeigt hat, wie es eigentlich in der Umsetzung wäre, war mir es nicht klar. Trotzdem bleibe ich dabei, ich bin auch der festen Überzeugung, dass eine Sportautonomie für die Identität eines Landes, für die Identität der Menschen eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Und deshalb werde ich es mir nicht nehmen lassen, trotz der Schwierigkeiten, die ich ganz klar auch sehe, für diese Sportautonomie weiterhin einzutreten. Das zum Ersten, zum Zweiten jetzt zum Geschichtebuch. Das sind Bemühungen, die schon eine Ewigkeit zurückgehen. Da hat es auch Bemühungen gegeben, es hat auch Arbeitsgruppen gegeben, die das gemeinsam vor 20 Jahren schon, wenn es nicht vielleicht sogar mehr sind, vielleicht auch 25 Jahren, gemeinsam versucht haben weiterzubringen. Das Ganze ist gescheitert am Bundesland Tirol und zwar auch aus Gründen der Zuständigkeit. Das Bundesland Tirol hat weitaus weniger Zuständigkeiten im schulischen Bereich, als es zum Beispiel Südtirol hat. Es ist gescheitert an der notwendigen Approbation dieser Schulbücher in Wien. Die Initiativen waren ganz, ganz konkret und schon ausgereift unterwegs. Und leider ist es an dem dann gescheitert. Es hat dann immer wieder neue Anläufe gegeben, es hat immer wieder Beschlussanträge gegeben, auch der Kollegen Freiheitlichen im Südtiroler Landtag. Es ist leider aus diesen Gründen nicht weitergegangen. Bei uns ist es jetzt so, und ich finde es persönlich auch eher schade, aber das ist zumindest ein Versuch, der auf Südtiroler Ebene jetzt unternommen wird, dass es jetzt ein gemeinsames Geschichtsbuch gibt, zumindest, dass Italiener und Deutsche mal gemeinsam versuchen, also die Geschichte dieses Landes zu schreiben. Aber es fehlt natürlich das Bundesland Tirol. Und dass es nicht noch einmal versucht worden ist, das finde ich auch persönlich sehr schade, wenn ich auch vermuten würde,
dass es auch diesmal wieder an den Fragen der Approbation in Wien scheitern würde, weil die Zuständigkeit des Bundeslandes Tirol leider hier sehr eingeschränkt ist. Ich möchte eine Frage stellen, wenn es erlaubt ist. Und zwar hat mir vorhin die Stellungnahme vom Heimo ganz gut gefallen. Du hast etwas Interessantes gesagt, was die Schützen im Trentino anbelangt. Und du hast eben von den Welschtirolern gesprochen. Und hier wollte ich wirklich des besseren Verständnisses wissen, wer ist Welschtiroler? Sind das nur die willigen Trentiner oder sind fallen in diesen Begriff auch die billigen italienischen Südtiroler hinein? Oder sind das wirklich alles nur Faschisten? Die Welschtiroler. Es ist schwierig zu sagen, dass die Südtirol, die es ist Fakt, die Italiener in Südtirol sind eine Importbevölkerung. Es gab in Südtirol 2-3% Italiener, heute haben wir 27. Diese sind gekommen im Zuge des Faschismus. Und sie sind nicht von Trient gekommen, also von Welschtirol, sie sind von weiter unten gekommen. Für mich sind Welschtiroler jene, die sich dazu bekennen, auch wenn es auch Südtiroler Italiener sind, auch Welschtiroler, wenn sie es sein wollen. Die Frage ist, wollen sie es sein und wie viele wollen es sein? Es wäre schön, wenn es alle sein wollen würden. Dann hätten wir ja gar kein Problem. Dann würden wir ja auch nicht darüber diskutieren, was mit den 28-27% Italienern wäre, wenn es zu einer Abstimmung kommen würde. Denn dann würden ja auch sie logischerweise los von Italien wollen, weil sie ja Tiroler sind. Vielleicht kann uns der Herr Heiß ja helfen, dass sie sich alle als Welschtiroler fühlen, wenn es dann zur Abstimmung kommt. Also den Herrn Hans Heiste werden wir dann natürlich auch zu Wort kommen lassen, aber man merkt hier schon, also die entsprechenden Linien sind da schon gezeichnet, also hier am Podiumstisch, aber das ist ja auch irgendwo von vornherein so geplant gewesen. Eins möchte ich schon noch wissen, aber Herr Sven Knoll, dieses gemeinsame Geschichtsbuch, bleiben wir ganz kurz noch bei dem, warum hat Südtirol das Ganze nicht selbst umgesetzt? Also wenn die Tiroler nicht mitmachen, dann könnte ja theoretisch Südtirol mit unter Anführungszeichen gutem Beispiel vorangehen und einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Südtiroler Schülerinnen und Schüler ein besseres Geschichtsverständnis in puncto Tirolgeschichte erhalten. Auch durch ein entsprechend ausgearbeitetes Geschichtsbuch. Man muss sagen, Südtirol hat ja damit jetzt begonnen. Es hat jetzt letztes Jahr dieses Projekt gegeben, des Tiroler Geschichtsbuches, das in Südtirol gemacht wurde. Da ist ja jetzt dieser zweite Band erschienen. Nur muss ich halt sagen, diese Politik auch der Ignoranz gegenüber der eigenen Geschichte zieht sich dadurch wie ein roter Faden. Ich empfehle wirklich jedem einmal, sich den zweiten Band zur Hand zu nehmen. Dort ist ja diese Bände erscheinen in deutscher Sprache und gleichermaßen in italienischer Sprache. Und wenn ich dann sehe, in italienischer Sprache geht es um Tirol hauptsächlich im 19. Jahrhundert und finde dort Karten drinnen, wo überall bis ins letzte Detail die ptolemäischen Namen aufscheinen, zu einer Zeit, als Ptolemäi noch nicht einmal auf der Welt gewesen ist, dann wird genau damit wieder das gefördert, dass die Italiener in einem eigenen Geschichtssinn aufwachsen. Das heißt, dass sie glauben, dass die italienischen Ortsnamen seit jeher hier Bestand hatten und im Grunde genommen die Italianità des Landes nur wieder zurückerobert wurde. Also man ist nicht einmal imstande, bei einem Schulbuch auf die historischen Namen in der italienischen Version dieses Geschichtsbuches hinzuweisen. Nein, man gibt wieder den ptolemäischen Namen vor. Also man ist einfach nicht bereit, hier ganz klare Linien zu ziehen. Und nur ein Wort sei mir zum Sport noch gewährt, weil das nämlich mein Beschlussantrag im Landtag war. Ich hatte mich oft damit beschäftigt, auch weil sich Sportler bei mir gemeldet hatten, weil wir das Problem haben, dass Sportler auch immer wieder, wenn sie irgendeinen Sieg einfahren, die italienische Trikolore schwingen müssen. Da hatte ich einen Beschlussantrag im Landtag eingebracht, dass man zumindest, bevor man irgendwelche Sportautonomie oder so weiter erreicht, wenigstens die Südtiroler Spitzensportler in den Landesdienst aufnimmt, damit sie nicht eben bei den Carabinieri und bei den Finanzen hauptberuflich angestellt waren. Und nur auch, damit hier auch einmal die Wahrheit gesagt wird. Die SVP hat das abgelehnt
und der zuständige Landesrat hat mir als Antwort gegeben, das, was ich dort fordere, ist eine Provokation, denn wir müssen den Carabinieri dankbar sein, dass sie uns Südtirol überhaupt nehmen. So viel ist davon zu halten. Herr Böder, also auch an Sie diese Frage zum einen vom Sport, aber auch zum anderen, also das Zusammenwachsen der Tiroler Landesteile mit dem Trentino, mit Buchenstein und Pezzo, oder wie sehen Sie das? Man muss da schon stark differenzieren. Ich finde es auch richtig, dass wir auch die Ladiner angesprochen haben und die Ladiner ansprechen. Den Ladinern müssen wir als älteste Volksgruppe dieses Landes das Recht geben, über ihren eigenen Status einmal wirklich zu entscheiden, darüber, ob sie zusammengehören wollen. Und sie wollen es ja offensichtlich. Es hat ja Abstimmungen gegeben. Auch das Thema Buchenstein wurde angesprochen. Das ist sehr richtig. Es hat dort Abstimmungen gegeben. Es hat in Colle Santa Lucia und in Livina Longo im Oktober 2007 eine eindeutige Abstimmung gegeben. Eindeutig wurde dort der Wunsch geäußert, zu Südtirol zu kommen. Das muss und soll einmal respektiert werden zum Thema direkte Demokratie. Dort wurde sie praktiziert, aber bei uns hier offensichtlich wird sie in dieser Form nicht gewünscht. Auf jeden Fall, das Trentino insgesamt gesehen ist immer noch ein Hemmschuh und darf nicht Bremsklotz für die Zukunftsentwicklung Südtirols sein. Wir haben leider Gottes gemerkt, dass die Nordtiroler des Öfteren, also speziell die Politik in Nordtirol, des Öfteren lieber mit den Trentinern über unsere Köpfe hinweg verhandelt. Die wollen unbedingt die Trentiner in jedem Fall in der Zukunftsentwicklung einer Europaregion oder EVTZ, dieses Ungetüm, dabei haben, weil sie mit den Trentinern offensichtlich besser können. Warum auch immer, so viel auch zum Thema Auseinanderleben. Ich weiß nicht, ob wir das Trentino in jedem Fall mitziehen sollten, denn das Trentino war und ist immer ein Bremsklotz gewesen in den letzten Jahrzehnten. Nicht umsonst wurden wir ja in diese Zwangsehe mit dem Trentino, in diese unselige Region gedrängt. Was den Sport angeht, ich lebe in Völlern, wo der Armin Zöckerler, der Rodel, Weltmeister und Olympiasieger und so weiter, beheimatet ist, und der ist Mitglied der Carabinieri Sportgruppe. Also es wäre schon einmal sehr viel und ein sehr großer Schritt, wenn wir Südtiroler mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln, die wir wirklich haben, eine eigene Sportgruppe aufbauen würden bei uns hier und den Sportlern, den Südtiroler Sportlern, die Mitgliedschaft in dieser eigenen Sportgruppe. Es gibt ja so etwas wie eine Sportgruppe, wo ja einige Spitzensportler schon dabei sind, der Forstwache. Aber wir sollten hier wirklich in Südtirol eine eigene Sportgruppe aufbauen. Die Leute brauchen ja auch alle einen Brotberuf, müssen ja abgesichert sein, rentenmäßig und so weiter. Was die Regeln angeht, Autonomie, stärkere Zuständigkeit im Sport und so weiter. Hier wurde vorher kurz das Mailänder Abkommen, ein ganz anderer Bereich, betrifft die Finanzregelung, angesprochen. Alles, was wir mit diesem Staat vereinbaren, wo es Gesetze gibt, wo es Autonomieregeln gibt, wo es Verfassungsgesetze gibt, das Autonomiestatut ist ja ein Verfassungsgesetz, all das ist immer wieder Gegenstand von Verhandlungen mit dem Staat, muss immer wieder neu erstritten und neu erkämpft werden. Das Mailänder Abkommen ist ein großer Mailänder Bluff gewesen im Prinzip. Da hat der Landeshauptmann, ohne den Landtag zu informieren, ohne die Öffentlichkeit in Südtirol irgendwo zu informieren vorab, hat er in Geheimverhandlungen dort über die Finanzregelung verhandelt. Danach wollte man uns weismachen, dass im Prinzip für Südtirol mehr herausschaut. Wir haben ja die Finanzautonomie in einem gewissen Sinne, 90% der Steuern stehen uns zu, ein variabler Anteil bei der Mehrwertsteuer. Und trotzdem musste da in Geheimverhandlungen in Mailand noch einmal herumverhandelt werden. Zum Schluss kommt unterm Strich heraus, dass wir weniger Geld haben und nicht mehr. Also es ist ein Bluff, dass dieses Mailänder Abkommen unsere finanzielle Zukunft und unsere Finanzautonomie abgesichert hat. Zum Schluss hat sich nur einer gefreut nach diesem Mailänder Abkommen oder Jammertal, wie immer man das auch nennen will, der Kassier der Südtiroler Volkspartei, denn danach
wie von Zauberhand wurde diese Parteienfinanzierungsproblematik der Volkspartei, die aufgrund eines formellen Fehlers des Parteisekretärs passiert ist, dass da einige Millionen Euro Parteienfinanzierung aus Rom nicht mehr gekommen sind. Danach, wie von Zauberhand, hat sich das gelöst. Südtirol hat unterm Strich zwar weniger Geld, aber die SVP hat etwas mehr Geld in den Parteikassen. Das ist die Realität im Zusammenleben der SVP mit diesem Staat Italien. Herr Professor Heiß, ich leite die Frage also vom Herrn Lahner einfach so weiter. Also werden Sie tatkräftig mitwirken, um die Italiener im Lande zu besseren Tirolern zu bekennen? Wir als Grüne werden, lieber Herr Lahner, tatkräftig mitwirken, damit Sie die Vorteile der Autonomie erkennen und sich als gute Autonomie Südtiroler fühlen. Ich denke, das wäre schon ein Riesengewinn und ich glaube, dieser Weg ist bereits in vieler Hinsicht beschritten. Es gibt sehr viele Italiener, die sagen, hier geht es uns wesentlich besser als in Italien und diese Autonomie ist nicht nur eine Revanche der Südtiroler, sondern es ist auch etwas, was uns allen Vorteile bringt. Also ich glaube, das ist unsere Sicht der Dinge. Zum Kollegen Böder möchte ich sagen, wenn das Mailänder Abkommen ein Bluff ist, so ist es immerhin so, und ich gebe dir auch recht, dass das Demokratiedefizit des Mailänder Abkommens wirklich nicht in Ordnung ist, aber es ist wirklich so, dass unser Landeshaushalt pro 2012 für das kommende Jahr fast annähernd so hoch ist wie der gewesene. Und das ist ein Zustand, von dem andere italienische, zu Italien gehörige Provinzen, Regionen, bis auf das Trentino, bis Aosta und ein paar zerquetschte, nur träumen können. Also das Rheinländer Abkommen hat sehr wohl eine relativ starke Sicherungsfunktion, das möchte ich sagen. Zum Geschichtsbuch, das Sven Knoll angesprochen hat, das Geschichtsbuch für die Sprachgruppen, für die Deutsch-Italienische und für die Ladiner, leider nur in Deutsch-Italienisch. Dieses Geschichtsbuch ist auf Antrag der Grünen vor 5 Jahren in Gang gebracht worden. Sven Knoll hat insofern recht, dass es sicher zielführend gewesen wäre in einem Band, der das 19. Jahrhundert betrifft, dass man zumindest im Text darauf hinweist, dass diese Damen damals noch nicht bestanden haben, wäre kein Stein aus der Krone gefallen, das möchte ich eindeutig zustimmen. Aber ich muss auch sagen, dass dieses Geschichtsbuch, das für die Südtiroler Schulen, für die beiden Sprachgruppen gemacht wurde, dass dieses Geschichtsbuch jetzt bis um 1900 reicht, bis 1910, dass dieses Geschichtsbuch umfassend auch die Geschichte des Bundeslandes Tirol mit berücksichtigt und somit auch eine Verbindung herstellt zwischen Trentino, zwischen Südtirol und dem Bundesland Tirol. Also das halte ich schon für einen echten Fortschritt. Auf Ihre Frage möchte ich, oder auf Ihren Einwand, auf Ihre Bemerkung im Hinblick auf den Beschlussantrag der Freiheitlichen, wenn ich auf den Kapuziner Rast lege, warum da unsere Honecker Grünen hier nicht mitgestimmt haben, also keine Kranzniederlegung vor dem Kapuzinerwastel. Ich kenne den Beschlussantrag nicht, ich kenne nicht die Prämissen, also den Teil, der vorgeschaltet ist, was ihr da alles hineingeschrieben habt. Man muss auch das sehen, also da gibt es wirklich auch die Überlegungen, ob man das dann alles teilen kann. Also das sind sicher mitunter auch Gründe drinnen, die wir Grünen nicht zu schlucken vermögen, weiß ich nicht, ich frage ihn. Aber es war ein ganz großer Beschlussantrag, dass wir vertiefen möchten, dass Kranzniederlegungen in Polen an die Denkmal durchgeführt werden. Ja. Und die Grünen und die Bürgerlister und 2 SVP-Mandatare haben dagegen gestimmt. Das heißt, sie haben praktisch dafür gestimmt, dass doch die Aldini und die entsprechende Faschist Grenzen niederlegen hat. Okay. Ich kann Ihnen den Beschlussantrag schicken. Gerne Ihre E-Mail-Adresse. Schauen Sie sich bitte an. Ich möchte nur hinzufügen. Ihre grünen Kollegen in Tübingen an den Ohren. Wir sind nicht die Südtiroler Volkspartei, die fern die Sektionen quer durch das Land zieht. Dazu sind wir erstens viel zu klein und zweitens haben wir nicht dieses Verständnis dass von Gemeindeautonomie, dass wir unsere Kollegen vor Ort in dieser Hinsicht fernsteuern. Ich für mich persönlich möchte ich sagen, dass ich mir sehr wohl überlegt hätte, diesen Beschlussantrag unter Umständen mitzutragen. Also da bin ich antifaschist genug also, und auch eigenständig genug von unserem Bruneker Kollegen, deren Einsatz wir im Übrigen sehr stark anerkennen.
Hinblick auf die 74 und die 26%, die der Schützenhauptmann vom Völz eingebracht hat, möchte ich nur sagen, Südtiroler haben es erlebt in der Geschichte, dass sie ohne zu fragen und zu Unrecht, möchte ich ganz entschieden sagen, zu Unrecht an Italien gekommen sind, 1918, 19. Ich möchte nicht, dass das in umgekehrter Hinsicht nochmals ähnlich über die Bühne geht. Mit mir würde das nur gehen, wenn ein Großteil der Italiener mit überzeugt wäre. Ansonsten auf keinen Fall. Also das ist meine Position. Ich darf etwas nicht stehen lassen. Frau Stocker, sagen Sie mir. Nein, ich darf einfach nicht stehen lassen, wenn der Abgeordnete Böder einen... Schei, hat die Stimme gehabt, dann müssen Sie... Nehmen Sie nur das Mikrofon, damit Sie damit aufnehmen können. Aber ich denke, Sie hätten mich gehört, dass es war gerade dran, richtig heftig zu werden. Ich kann es einfach nicht stehen lassen und der Abgeordnete Heiß hat es jetzt zum Teil schon vorweggenommen. Das Mailänder Abkommen ist in einer Zeit geschlossen worden, wo ganz klar war, dass Italien schauen muss, wie es mit dem Defizit weitergeht. Und in dieser Phase ist es uns gelungen, und das würde ich einfach noch einmal unterstreichen, ein Abkommen mit dem Staat in Sachen Finanzen abzuschließen, das im Grunde ganz klare Sicherungsaufgaben, wenn man so will, vorgenommen hat. Und das noch einmal bestätigt ganz klar, dass wir 90% der Steuern, die in diesem Lande eingenommen werden, wieder zurückbekommen. Und ich denke, wenn wir ein bisschen realistisch sind und auch wissen, dass die Einhebung der Staat zahlt, dann denke ich, sind 90% wirklich eine gute finanzielle Absicherung. Wer das nicht sieht, der will es ganz einfach nicht sehen. Und das in Zusammenhang zu bringen, mit irgendeiner Parteienfinanzierung, das halte ich jetzt wirklich für etwas, was aus der untersten Schublade herausgezogen wird und einfach zu Diffamierungszwecken hier verwendet wird. Und dagegen verwahre ich mich ganz entschieden. Gut, damit ist auch dieser Aspekt zu Genüge geklärt. Ich würde jetzt vorschlagen, also dass wir so langsam abschließen, also das akademische Viertel haben wir mittlerweile schon doppelt und mehr überzogen. Also wir lassen noch ganz kurz ein, zwei, maximal drei Fragen zu, also zwei haben sich schon gemeldet, einer darf sich noch melden, eine ist schon passiert und dann schließen wir definitiv an. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, ich bin der Vega Hubert von Mahntal und Gemeinderat der Südtiroler Freiheit. Mir geht es nicht darum, dass man so viel kämpfen muss, wo man steht, weil es nämlich ich halt auch nicht von Mahntal nach St. Jürgen kenne, nicht wenn so viel hart war. Das ist aber mir wie weniger gleich. Aber weil da jetzt ums Geld geht, also zuerst möchte ich mir zwei Leuten ein Kompliment aussprechen, der Uli und den Sven. Weil das sind junge Politiker, die haben mit Hausverstand und mit denen kann die leben, nicht nur mit den zwei. Das andere möchte ich dazu sagen, bei Naturpolitiker und Politikerinnen, da die das Rentenalter niedersetzen, nicht mehr auf, weil Natural nicht leisten und die sind gern kleinig weg. Sehr. Man steht am Scheideweg da oben, nicht? Ja, wann ist man am Scheideweg? Am Scheideweg ist man, weil in der Brieftasche nicht mehr ist. Nicht, da ist man am Scheideweg. Du, wenn ich Italien war, also wie die Schweiz, dann fahre allerdings nicht, dann sogar Paula nicht, nicht? Dann mag mir zufrieden, bis jetzt aber zufrieden gewesen und weiterhin aber zufrieden. Wer führt die Bevölkerung im Scheideweg? Die Politiker, was die Bevölkerung am Scheideweg haben, oder fast auf dem Saale, und die Angestellten. Jetzt tun wir mal nicht Namen nennen, die Angestellten von der SVP. Aber ich bräuchte jetzt so langsam die Frage. Ja, jetzt stelle ich die Frage, ja. Die Frage, dass wir in Ruin kommen, ist diese, weil heute ein Direktor von einem angestellten Amt 210.000
210.000 Euro jährlich verdienen, ja, also stimmt's nicht. Sie führt uns auf den Scheideweg. Nicht sie Stöppans, nicht? Den machen nicht, der auch uns ja lebendig aus. Der auch uns lebendig aus. Das ist ein Deswegen sind wir am Scheideweg. Und das ist nicht leer. Das ist. Sie kann ihn keinen Namen nennen, der ist ja, ich vertraue ja nicht, weil der ist ja in der Presse immer ganz gut und führt nicht. Ist ja jedenfalls ein gut verdienender Direktor. Ja, und dann will ich das sagen, das ist Lavanda in Südtirol und da sind noch viel, viel, viel mehr. Und wenn du Italien dazu nimmst, da ist das viel, viel überhaupt nicht mehr in Lüge. Deswegen muss ich ihn entscheiden. Nicht, weil wir Italiener sind, weil sie ins Ausladen. Und das muss auch hören. Und das muss auch hören. Und die Vetterwirtschaft, speziell in der SVP, muss auch hören. Weil ich kann nicht was sagen, dass, ich bin heute das erste Mal, oder bei den letzten Gemeinderatswahl das erste Mal in Gemeinderat gekommen. Du, das Machthaberische, was die SVP hat, fängt es in der Gemeinde an, bis ins Land, das muss auch hören. Sie führt das auf den Scheideweg. Schweinerei, Schweinerei. Ja, ich habe eine Frage auf die Martha Stocker. Bis jetzt ist die SVP allen auf Sie umgegangen, auf der ganzen Welt, mit der besten Autonomie, was wir haben. Und ich denke, besser als mit besser geht immer. Und das kennen wir aber mal mit der Völkautonomie. Ich komme da nicht ganz mit, das ist ein Schlagwurst, was das jetzt braucht, die einen. Auch wenn es völlig bringt, was wir da auch schon haben mit dem Bogen Stahl und mit der. Und dann hat es der Höge geheißen, wir müssen die Italiener überzeugen. 25% glaube ich, sind Italiener da, die müssen wir überzeugen, entweder auf einen Freistaat für die Abtrennung von Italien. Aber in Zukunft, nicht in Zukunft, wie um 30, ich will es nicht gegen Ausländer überzeugen, aber um 30 bis 40.000 Ausländer da im Land. Und in Zukunft sind das 30 bis 40.000 Italiener da im Land. Und sie müssen uns einmal. Und wer in der Zeit gibt es noch die 30 bis 40.000 Ausländer? Ich frage mich, wer überzeugt die SVP? Wenn wir die Sendung nicht überzeugen, dann wollen wir auch nicht überzeugen. So, letzte Frage. Da ist da vorne. Gebilde werden sollte. Über die Einzelheiten überlasse ich den Politikern. Ich möchte mir nur dagegen, dass da eine Art Zerfleischung zwischen den einzelnen Fraktionen stattfindet, weil doch viele das gleiche Ziel anstreben. Das als Vorwort. Dann ist heute immer wieder angeklungen, dass ein kleines Land nicht selbstständig leben könnte. Da brauche ich nur drei Worte zu sagen. Wieso kann in Luxemburg seit vielen hundert Jahren leben? Wieso Monaco, Monte Carlo? Wieso Liechtenstein? Ja, wenn sie es können, dann wird es wohl auch zusammenbringen. Das zu dem Punkt. Die eigentliche Frage würde ich dann an die Volkspartei und an die Frau Stocker richten. Und zwar,
Ich habe schon gesagt, ich möchte meine Einlassung etwas tiefer hängen, nicht so sehr von Freistaat und Rückkehr an Österreich ansprechen, sondern die Vollautonomie. Heute wird ja alles in Kürzelform, in Kurzform plakativ gesagt und ich habe mir für mich ein Kürzel zurechtgelegt, das ich hiermit aussprechen wollte. Und zwar heißt es Kürzel FIX, vier Buchstaben. F steht für Finanzen. Ich habe mich auch geärgert, dass die Italiener sagen, ja, was wollten ihr, ihr werdet es ja von uns erhalten quasi. Ne? Da müsste man mal klarstellen, dass das nicht der Fall ist. Und darum wäre wichtig, dass wir die Zuständigkeit für die Finanzen voll kriegen. Dann können wir das ausgeben, was wir selber auch einnehmen. Das I, das gleichzeitig ein J sein soll, soll zwei Sachen beinhalten. Einmal entspricht der Herrn Genet, glaube ich, heißt daran, der das IMS damit gemeint hat und dass es auch wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, über die Rentenversorgung. Aber da gibt es noch das J und damit meine ich die Justiz. Was die Justiz oder was bei der Justiz in unserem Lande läuft, das ist zum Teil wirklich ein Skandal. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich habe jetzt einen, aber jetzt so langsam kurz fassen, weil es ja, bin gleich fertig. Wunderbar. Ja, ich kann auch gleich aufhören. Nein, ich sage es jetzt ganz kurz, nur einen Satz, kurz und präzise, dann bleiben wir wieder Freunde. Ja, die Justiz, ich habe einen wirklich geringfügigen Erbschaftsstreit auszufechten gehabt und das volle 8 Jahre gehabt, beweisbar, bis man da zu einem Urteil gekommen ist. Das ist ein Skandal, den es nirgendwo auf der Welt gibt. Und der letzte Punkt, der ist ja schon von vielen anderen besprochen worden, ich würde es noch einmal betonen, weil mich das eigentlich am meisten von allen ärgert, der Sport. Ich weiß nicht, dass die Volkspartei nicht imstande ist, für den Sport etwas zu tun. Sport ist Zukunft, Sport ist Jugend, Sport ist Begeisterung. Und wenn man hier nichts tut, dann werden wir früher oder später untergehen. Das war's. Wunderbar, danke. Also, ganz kurz, also die Fragen, also noch einmal erwähnt, ganz kurze Antworten. Also, beste Autonomie kontra Vollautonomie, also laut dem Herrn da hinten passt das irgendwo nicht ganz zusammen, das erklären Sie uns jetzt. Und dann natürlich also diese also Winde der Veränderung, also die sollen ja auch irgendwo durch das Land reden, also auch die Punkte Vollautonomie. Ich darf vielleicht zuerst noch auf eine Bemerkung eingehen, die gefallen ist, wenn wir sozusagen, oder wenn Italien wie die Schweiz wäre, dann wäre das alles kein Problem, dann würden wir heute auch nicht darüber diskutieren, ob wir irgendwelche anderen Modelle anstreben würden. Das meines Erachtens ist ein ganz